Hallihallöchen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Grand Theft Auto San Andreas. Wir waren, ja, wo waren wir stehen geblieben? Eigentlich, da ist eine Mission bei Woozy, die können wir aber nicht machen, weil wir brauchen dafür, Schwimmkünste. Juhu! Machen wir mal eben den Monster-Stunt hier. Wir brauchen dafür mehr, Lungenausdauer-Schwimmkunst-Dings. Also wir müssten dafür auf jeden Fall noch mehr schwimmen gehen, um uns das anzuhalten. So, und deswegen machen wir erstmal weiter bei Jizzy und wenn wir da die Mission fertig haben, dann gehen wir mal ein bisschen tauchen, eignen uns ein paar Schwimmkünste an und dann machen wir die Mission bei Woozy. Aber erstmal geht's mit dem schicken Motorrad aus dem letzten Part in Richtung, ja, Jizzy. Nein! Oh, fuck you. Oh, sorry. So, hier wollen wir rein hin. Mike Torino. T-Bone, pump your brakes, baby. Take a chill pill. And just lay back and let the red mist fall, brother. Hey, Holmes, open your eyes, dog. Can't you see we're getting messed with here, Holmes? Hey, partner. T-Bone, look. It's Carl. Now, he's a real hero out there. Sad. See? We still good. What, are you Rato stupid? Someone's on to us. We need to go back and rethink. I think they was just trying their luck. Mike, Mike, I've been trying to contact you. What? Oh, man, who are you? Okay, just keep talking. Hey, Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Who is Mike? Man, they taking the yay shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck we gonna know where he is? He's got his phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. All right, let's jet. Mike Torino ist in einem Van mit Drogen, der geklaut wurde. Mike can hear gulls. Er hört Möwen. Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls and heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Okay, also erstmal müssen wir zu der Baustelle in Doherty, wahrscheinlich die sogar, wo wir unsere Garage haben. Denn unser Kollege, ja, wissen wir nicht, Mike Torino, wer wissen wir noch nicht genau, wer es ist, aber der ist wohl ja in dem Van hinten drin. Hat nicht mehr viel Akku mit seinem Handy, aber sagt uns, was er hört. Und jetzt klang es erstmal nach einer Baustelle, also erstmal zur Baustelle. I love a rainy night, better than a Ach, so geil. Woo! Ganz ruhig, Auto, ganz ruhig. Alles wird gut. And I love a rainy night. Wäre das nicht geil, wenn man im Echter so ein dicker, breiter, muskelbepackter Schwarzer, der hier den Bodyguard macht, und dann soll der jetzt irgendwo hinfahren und macht hier so Country-Musik im Auto an. He says it's busy like a freight depot or something. Freight? Oh, they must be down at the docks. Get to the docks in East. So, jetzt klang es nach den Docks. Bei der Baustelle war er nicht, also ab zu den Docks. Hey, we'll be there in a minute, Mike. Kills away. I'll wake up to a sunny day, cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Ja, ich fahre etwas alternative Routen, ich weiß. Shit, he says they stopped. Then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the dock, but they do at the airport freight depot. To the airport, rapido. So, jetzt klang es dann nach Flughafen, also ab zum Flughafen. Doesn't that make you want a square dance or just load up a rifle and kill some taking off and landing? Ja, dann ist er ja ganz eindeutig beim Flughafen, oder? Hey, don't worry, Mike, we're nearly there. Mike's cell phone battery is running low. There's the gate and some dead security guard. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hid the transponder in the white. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. So, jetzt müssen wir in Richtung Signal fahren. The van and rescue Mike. Oh, how it works? Simple.
closer we get, the stronger the signal. Orientiere dich an den Balken und an der Balkenanzeige von Mike Signal, um den Van zu finden. Da ist er. So, der Van sollte natürlich nicht kaputt gehen, denn da ist ja unser Kumpel hinten drin. Aber die Motorräder, die können wir kaputt machen. Ja, schieß doch mal! Räumen diese Schlägertypen aus dem Weg. SMG-Skill Gangster-Level erreicht. Du kannst das Weiterwerteziel anvisieren, dich während des Teams bewegen und so weiter und so fort. So, da ist der Van. Und ist er drin oder ist er nicht drin? Apurate, apurate. It's about time, T-Bone. Who the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, güero. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, güero, we ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. So, das heißt, ja, der Van muss kaputt gemacht werden. Ich könnte das auch alternativ machen, Jungs. Passt auf, ich zeige euch, wie das geht. Einfach anzünden und ein bisschen warten. Braucht man gar nicht, Munition zu verschwenden. Oder man wirft eine Granate drauf. Oh, fuck. Verdünnisier dich, bevor die Cops kommen. Ja, dann nehme ich mir doch einfach die Limousine hier. Bring Torino vor dem brennenden Van weg, bevor die Polizei hier ist. Steigen Sie bitte ein, der Herr. Dankeschön. Und nichts wie weg da. Oh, sorry. Oh, Mann. Es ist viel zu staubig in meinem Zimmer. In der weißen Limo machen wir uns aus dem Staub. So, jetzt haben wir drei Fahndungsstellen. Schüttel die Bullen ab, fahr zum Pain Spray. Ja, ich bin auf dem Weg. Sorry, Mr. Torino, wir müssen die Gleise nehmen. Eine Zuglimousine. So, jetzt sind wir gleich beim Pain Spray. Müssten allerdings hier einmal um den Bahnhof rum. So, da ist auch unser Pain Spray. Wunderbar, wunderbar. Begib dich wieder zum The Pleasure Domes. Tja, die Herren wollen natürlich auch abgesetzt werden zu Hause. Nein, Jungs, nicht jetzt darauf schießen, dann sind wir die Sterne ja nicht los. Diese Idioten, ey. Where were you before that? Hey, what is this? Man, just ask the fucking question. Look, man, chill. I've been in Los Santos with my family, alright? Give me his wallet. What? Hey, get on! Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? Alright, I've seen enough here. Hey, it was a dub in there. Better still be there when I check it. Shut the fuck up. Worry. Why do I let myself worry? I get all into you. Wondering. What in the world? So, wir sind gleich da. In 200 Metern links abbiegen. Bitte jetzt links abbiegen. Oh, sorry. So, da wären wir. Sie haben ihr Ziel erreicht. Okay, Carl Johnson.
You did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. 7000 kriegen wir und Respekt. Wunderbar. Kein Telefon naht oder so? Nein? Okay. Dann haben wir jetzt eine Mission noch bei Woozy und bei dem Drachen. Auch wieder bei uns an der Werkstatt wahrscheinlich. Wir versuchen dann jetzt erstmal unseren Tauchskill zu verbessern, würde ich sagen. Ich weiß allerdings nicht, wie weit. Das dauert aber. Wir müssen den ordentlich verbessern. So, jetzt wundert ihr euch, warum ich plötzlich im Strand stehe. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich welche Cuts mache. Ob ich... Ja, egal. Also. Wir sind immer noch dabei, Amphibious Assault machen zu wollen. Ich habe die Mission dreimal versucht, bin dreimal ertrunken, weil man irgendwie unsichtbar in der Luft hängen bleibt und keine Ahnung was. Also, ich weiß nicht, wo und wie ich schneide. Ich war gerade nochmal im Wasser, habe mein Lungenvolumen nochmal weiter aufgegradet, 10 Minuten lang. Das ist langweilig, das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe erst einmal kurz speichern, um das Lungenvolumen zu sichern. Dann gehe ich zum Waffenladen, hole mir eine Schutzweste. Also wir haben zwar eine, aber die ist nicht ganz voll. Ich möchte die voll haben. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Also keine Ahnung, wo und wie ich schneide. Es war jedenfalls... Also es reicht zwar das Lungenvolumen, um die Mission zu starten, aber es reicht bei weitem nicht, um da zu tauchen. Man muss da unter Gängen hertauchen und leider Gottes hängt CJ dann in einer in unsichtbaren Wänden unter Wasser und bleibt dann doch wesentlich länger unter Wasser. Wenn die Luft leer ist, geht der Lebensbalken leer und dann ist man tot. Und das ist mir mehrmals passiert. So, ich gehe mir noch eine Schutzweste holen. Sicher ist sicher. Yeah! Jump, 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 jump! Und auf der Laterne gelandet. Na toll. Moment. So. Einmal kurz zur Ammunition rein. Eine Schutzweste hätte ich gern. Dankeschön. Hast du vielleicht auch... Mal eben schauen. Gewehre. Ist die Frage, tauscht man das gegen ein Präzisionsgewehr? Ja. Das tauscht man ein. Okay, dann möchte ich nicht. Sonst noch irgendwas? Nö, ne? Nö, eigentlich nicht. Okay, danke. Na toll, jetzt habe ich meinen Schutzweste schon wieder angedingens, aber das ist nur ganz wenig, also damit komme ich noch klar. So, jetzt gehen wir nochmal speichern und dann nehmen wir die Mission bei... Ja, wir können die auch jetzt schon annehmen eigentlich. Jetzt ist nämlich gerade mitten in der Nacht, es geht ja nur zwischen 20 und 6 Uhr. Insofern, mal gucken. Sonst speichere ich halt einfach mehrmals. Nee, ich gehe nochmal speichern, dann kann ich da immer wieder neu starten. So, wir gehen nochmal kurz speichern. Sicher ist sicher. Und dann... Müssen wir, ja, so lange speichern, dass wir den Zeitrahmen haben, um die Mission zu starten. 9 Uhr. 15 Uhr. Und nochmal. 21 Uhr. Perfekt. So. Jetzt nochmal zu Mr. Woozy Wooz Wooz. Da wären wir. Amphibious Assault. Hold on. You trying to tell me you can't swim? Seriously, when I'm in the deep water, it panics me. Plus, I'm terrified of eels and squid and seaweed and... Okay, dude, see? I know you're just trying to make excuses now. Look, CJ.
I need someone from outside the triad who I can trust. All right, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters, to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. Listen, man. When I was a kid, swimming off to Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Horror like that stays with you for life. Believe that. I have a confession to make. I'm blind. No shit! Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. All right, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. So, mach dich auf zu den Docks. Dafür bräuchte ich mal ein Auto. Nehmen wir uns doch einfach den Buffalo, der gerade hier vorbeikommt, weil der so schön schnell ist. So, und jetzt auf zu den Docks. Im dreckigen Wasser schwimmen gehen. Mal ganz kurz. So, wow, shit. Es geht in Richtung Docks, Leute. So, da vorne ist unser Ziel. Das Boot, auf dem du die Wanze platzieren sollst, ankert draußen auf See. Du musst hinschwimmen, doch auf der Strecke patrouillieren Mitglieder der Da Nang Boys. So, und jetzt sind wir leider schon ins Wasser gesprungen. Und die Scheiße ist, ich komme hier auch nicht wieder raus. Ja? Also, eigentlich würde ich ganz gerne hier wieder raus und dann außen rumlaufen, weil diese Tauchsache hier abfuckt. Aber na gut, wir müssen hier lang. Also ihr seht, mein Lungenvolumen ist jetzt doch fast schon halb voll. Ich habe da relativ viel nochmal draufgepackt, aber es ist irgendwie trotzdem kritisch. Ihr seht das gleich. Kann sein, dass ich es auch nochmal machen muss, weil ich wieder sterbe. Keine Ahnung. Mal schauen. Die Strecke vor dir ist blockiert, doch es gibt einen Unterwassertunnel. Du musst tauchen und hindurchschwimmen. So, ich tauche nochmal eben auf. Hol nochmal frische Luft. Sicher ist sicher, ich will nicht wieder drauf gehen. So, und jetzt tauchen wir drunter durch. So, der erste geht noch schnell, da können wir schnell wieder auftauchen. Ja, ich baue langsam Muskeln ab, das liegt daran, dass mein Fett leer ist. Ich muss dringend was essen gehen, ich habe es ja gesagt. Deswegen habe ich ja immer Pizzen eingeschmissen, weil sonst die Muskeln wieder weggehen. Wir wollen ja sowieso noch ins Fitnessstudio die restliche Kondition voll machen und vor allem auch neue Moves lernen. Deswegen machen wir das demnächst eh mal und dann kann ich auch die Muskeln wieder draufpacken. Aber wir müssen vorher auf jeden Fall, neues Fett draufpacken. Leider ist das sehr tief hier. Und er hängt immer an so unsichtbaren Luftwänden fest. Das regt mich einfach so auf. Da ist nichts, aber er hängt angeblich irgendwo fest. Und schwimmt nicht. Jetzt verliere ich wahrscheinlich schon mein erstes Leben, oder? Ganz knapp vielleicht noch geschafft. Boah, das war wirklich verdammt knapp. Und den letzten, da verliere ich dann immer Leben. Und ich hoffe, dass es diesmal halbwegs klappt. Ach Gott. Es ist so scheiße. Es ist so scheiße. Ich meine, das an sich vom Tauchen her reicht der Raum locker, aber er hängt immer unter Wasser angeblich an irgendwelchen Wänden, die gar nicht da sind. Er hängt dann irgendwie oben an der Decke fest. Man müsste also noch tiefer, dann dauert es aber noch länger, bis man wieder Luft holen kann. Es regt einfach nur auf. Es regt einfach nur auf. Es ist einfach nur scheiße, die Mission. Aber na gut.
ist eine der meistgehassten Missionen sowieso. Ich habe es im Internet mal nachgesehen. Lustigerweise, überall, wenn jemand fragt, hey, wie soll ich das machen, kommt immer nur Antwort, hey, benutzt doch den Cheat für unendlich Wasserdings, Luftvolumen und so weiter und so fort. Also diese, immer, wenn man liest, dass irgendwer noch Tipps für geht, dass man Andreas fragt, kommen immer nur Antworten, hey, nutzt doch den und den Cheat. Da kommt auch niemand auf die Idee, dass jemand das Spiel hier ohne Cheats spielen möchte. Die Möglichkeit gibt es ja gar nicht. Lungenvolumen verbessert, na toll. Kommt jetzt etwas spät. Jetzt bin ich schon unter Wasser. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Schwimm! Tauch! Ich werde sowas von sterben. Los, hoch, 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 hoch. Boah, die Hauptroute über das Wasser wird von 2 Patrouillenbooten bewacht. Wenn sie dich bemerken, tauch runter, damit sie nicht mehr auf dich achten. Schwimm nicht an der Wasseroberfläche, sonst wird man dich bemerken. So, das war jetzt das erste Mal, dass ich halbwegs viel Leben noch hatte. Und jetzt, wisst ihr was, ich jetzt mache? Ich erschieß die einfach, haha. Wofür habe ich mein Scharfschützengewehr? Denn normalerweise müsste ich jetzt schwimmen, aber dann würden die mich sowas von zerballern. Und so, jetzt habe ich die erschossen, jetzt können die mich nicht mehr zerballern. Ah, ich verliere die ganze Zeit Muskeln, das ist so scheiße. Ich fahre mal mit dem Boot ein bisschen näher ran, dann muss ich nicht schwimmen. Ich muss nur gucken, dass ich nicht in den Kegel komme. So, mal schauen. Ich kann doch vielleicht die auf dem Boot auch noch erschießen, oder? Mal schauen. Ein bisschen näher ran. Das Boot ist wirklich groß. Das ist echt... Na, mal schauen. Ich nehme das Scharfschützengewehr. Und knipse die aus. Das ist so geil. Geil, dass ich das Scharfschützengewehr dabei habe. Ist ein gutes Ding. Kann ich gut gebrauchen hier. So, jetzt ist da noch ein Boot hinten. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Ich gehe ins Wasser. Und versuche ranzuschwimmen. Ich muss halt aufpassen mit den Scheinwerfern. So, jetzt sind wir aber auch schon fast an Bord. Wunderbar. Wir sind an Bord. Schleich dich in den hinteren Teil des Tankers und platziere die Wanze. Sei möglichst leise, um nicht die Aufmerksamkeit der Wachmänner an Bord zu erregen. Den können wir einfach mal erdolchen. Eine schallgedämpfte Pistole wäre natürlich gut. So was habe ich aber nicht. So, jetzt kommt da einer von den Mongos an. Der ist tot. Sein Kollege hat nichts mitbekommen. Den erstechen wir auch. Wunderbar. Und den auch noch. So, damit sind wir die alle losgeworden. Ansonsten können wir jetzt zu Fuß weiter. Den hatte ich nicht auf dem Radar. Ach, fuck, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Komm schon, dann schlag ich den halt zusammen, ey. Wofür habe ich denn die extra Moves gelernt?
Blöder Penner, ey. So, jetzt habe ich nur noch halbes Leben. Es ist aber... So, wir sehen da mal, die extra Moves sind doch hilfreich. Ich meine, im Notfall schieße ich halt, ne? Ist mir eigentlich auch egal. Drücke Eingabe, um die Wanze zu platzieren. Du hast die Wanze platziert. Verlasse den Tanker und gib dich wieder zu den Docks. So, wir dürfen wieder zurück. Also müssen wir wieder schwimmen. Aber immerhin hat das jetzt geklappt. Die Wanze haben wir angebracht. Ja. Gar nicht so einfach die Mission, wenn man nicht genug Tauchkraft hat. Ihr habt es gesehen, obwohl ich sogar Lungenvolumen fast schon zur Hälfte voll habe, der hängt dann da an dem letzten Durchgang, der relativ tief ist und vor allem lang, hängt der einfach dann in so einer unsichtbaren Wand oder an der Decke oder keine Ahnung wo und dann verliert man Lungenvolumen und wenn das leer ist, zack, kriegst du deinen Lebensbalken leer. Also das fuckt sehr ab, aber jetzt haben wir es Gott sei Dank mal geschafft. Und jetzt zurück an Land und schnell Mission beenden und speichern gehen. Keine einfache Mission. Zumindest wenn man nicht cheatet und das mache ich ja nicht, weil ist lame. Also es macht schon Spaß, mal damit zu spielen, aber ich finde, man sollte das Spiel mal mindestens mal ohne Cheaten durchgespielt haben. Sonst ist das ja wohl ein Armutszeugnis. Und das haben wahrscheinlich die wenigsten von euch. Traurig eigentlich. Wie gesagt, wenn man überall, wenn man nach einem Tipp sucht für das Spiel und immer nur liest, hey, benutzt den und den Cheat, benutzt den und den Cheat, das ist schon traurig irgendwie auch. Dass die Leute das alle nicht ohne hinkriegen oder nicht wollen. Komm schon, schneller! Ich will an Land! Warum ist das so weit? So, jetzt gleich muss ich erstmal was Fettes essen gehen, was Fettiges essen gehen, dass wir ein bisschen Fett wieder drauf kriegen und dann die restlichen Muskeln drauf machen. So, 11.000 kriegen wir dafür. Das ist natürlich sehr schön und Respekt. Jetzt müssen wir auch noch dahin laufen, meine Güte. Also diese Felsen da sind tödlich. Wir schnappen uns hier ein Auto, fahren kurz zu dem Pizzaladen, futtern was. Hey, Luke. So, hier sind wir schon. Einmal kurz was reinschmeißen, einfach nur damit wir wieder Fett drauf haben, weil ich die ganze Zeit Muskeln verliere, das geht gar nicht. What would Sir like? Irgendwas Dickeres bitte, irgendwas für 10.000. Ja, da haben wir nicht hier die volle Lutsche irgendwo, doch, ne? Das war doch der Pizzaladen mit der vollen Lutsche, ne? Das war volle Lutsche, oder? Ja, davon hätte ich gerne mal 4-5 Stück. Here you go, enjoy. Enjoy your meal, sir. Dankeschön. So, jetzt haben wir wieder ordentlich Fett drauf. Perfekt, so soll das sein. Gut, dann können wir jetzt noch eben zum... Ja, mal eben schauen, ob ich jetzt zum Fitnessstudio gehe. Das ist da unten. Unterwegs kann ich da mal speichern. Und danach, wenn ich das gemacht habe, können wir fast schon wieder den Part beenden. My Axis, live in Texas. Ich habe ja fast das Gefühl, auf K. Rose läuft nur dieses eine Lied, obwohl es da, glaube ich, über eine Stunde von Musik gibt, so wie bei jedem Sender. Das Spiel weiß einfach, dass es mein Lieblingslied ist. Obwohl nicht unbedingt Lieblingslied, aber es ist eines der geilsten Lieder im Spiel auf jeden Fall. So, gleich sind wir da. Können wir kurz speichern gehen und dann fahren wir noch zum Fitnessstudio. Wunderbar, einmal kurz die Waffen mitgenommen.
Ich habe eh viel zu viel Munition schon, aber das macht doch nichts. Das macht doch nichts. Lieber zu viel als zu wenig. Ja, dein Auto wollte ich haben. Tut mir leid, dafür muss ich halt auch mal drauf schießen. So, und jetzt zum Fitnessstudio. Einfach nur, um die restlichen Muskeln wieder drauf zu packen. Vielleicht die Kondition voll zu machen und dann sind wir auch schon fertig. Ach so, und neue Moves möchte ich natürlich lernen, klar. So, hier sind wir bei Cobra Martial Arts. Ganz kurz einmal die Muskeln voll machen. Machen wir direkt hier, ja komm, machen wir direkt Maximum. Sollte eigentlich machbar sein, wir haben ja sowieso fast volle Muskeln, insofern. Ja, das ist machbar. Ich will nur, dass da wieder steht, volle Muskeln. Wahrscheinlich muss ich sogar dann mehrfach trainieren gehen, weil ich dann gar nicht Kondition und Muskeln in einem voll kriegen kann. Aber na gut, wir schauen mal. Aber es geht doch jetzt schnell, also vielleicht können wir noch ein bisschen Kondition machen. Na komm schon, sei voll. Ich habe das Gefühl, wir haben schon volle Muskeln, oder? Weil er gar nicht mehr... Ja, scheint fast so. Okay, dann macht er nur beim ersten Mal die Meldung, dass wir jetzt voll aufgepumpt sind. Na gut, dann mache ich noch ein bisschen Kondition. So viel wie noch geht und dann... ja. Und zack, verlieren wir unser Fett schon wieder, was wir vorher mühsam draufgefuttert haben. Aber Kondition kriegen wir dazu. Insofern, das ist ja Sinn der Sache. Fettrunner, ja, dann muss ich halt danach nochmal ein bisschen was reinschmeißen. Es muss einfach immer ein bisschen Fett vorhanden sein, weil wenn kein Fett vorhanden ist, wie gesagt, verlieren wir Muskeln. Und das wäre nicht, das ist nicht das, was wir wollen. Die Muskeln sollen immer schön voll bleiben, also immer schön Fett draufpacken. Aber klar, Kondition verbraucht natürlich ordentlich Fett. So, Kondition haben wir bald voll. Vielleicht schaffen wir das nicht in dieser Trainingseinheit, aber dann demnächst haben wir dann beides voll. Das ist natürlich super. So, leider haben wir für heute unser Limit erreicht. Vielleicht können wir noch ein bisschen neue Moves lernen. Ja. Besiege deinen Gegner, um neue Kampftechniken zu erlernen. Nimm alles mit den Augen auf, junger Schüler, und du wirst lernen. Attacke aus dem Lauf. Erfasse im Laufen des Drücken von Maustaste R eine Zielperson, drücke dann Eingabe. Was leider kaum geht, weil dann muss man nach vorne laufen, rechte Maus drücken und dann Enter gleichzeitig noch. Das, da braucht man drei Hände für, aber egal. Become the avalanche and bury your opponent. Nobody punches CJ. So, jetzt haben wir neue Moves gelernt. Die funktionieren super, damit haben wir direkt bei dem Meister ausgeschaltet. Und ja, jetzt ist... Also der Konditionsbalken, da fehlt vielleicht noch ein Tippelchen, dann ist der auch voll. Insofern, das reicht mir erst einmal. Wir können auch ganz kurz einen Burger einschmeißen, dann speichern und dann beim nächsten Mal weitermachen. Ja, so parke ich meine Autos immer. Ich springe immer raus. Hat zwar noch Fett, aber das ist ja fast alles schon wieder weg. Also gib mir mal ein bisschen was. Ja, ich esse gerade Kindermenü. Ah, es reicht mir eigentlich nicht an Fett, aber na gut. Komm, wir machen nochmal noch was Dickes. Das war ja leider nur Kindermenü. Gib mir mal was Dickes, bitte. Nicht so ein Salat, was Ordentliches hier. Ja, sowas. Dankeschön.
Wir ernähren uns ja nur von, ja, jetzt haben wir ordentlich Fett drauf. So, das reicht erstmal. Sexappeal geht natürlich ein bisschen runter dann, aber es ist egal. Wer will schon Sexappeal haben im Spiel? So, gehen wir kurz speichern und machen Schluss. Beim nächsten Mal können wir dann bei Wusi oder bei dem Drachen weitermachen. Können wir ganz kurz beim Zero das Geld einsammeln, wenn wir gerade mal hier sind. Wie viel haben wir denn da? Ah, immerhin $1,985. Habe ich das Essen schon wieder drin? So, den speichere ich mir. Und dann machen wir Schluss. Ja, 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 San Fierro, hier, Caesar, genau. Ja, nein, möchte ich nicht. Weg! 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 So, und einmal speichern. Wunderbar, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann, euch einen schönen Tag und alles Gute. Euer Walle, bye bye.